Donnerstag, neuer Supreme Drop, 17 Uhr, alles in die Cards, schnell checkouten und... Ja! So, und hier hätten wir quasi das Paket, alles, was ich letzte Woche bestellt habe. Und wir können auch mal schauen, was letzte Woche alles so rauskam. Letzte Woche war halt Supreme Jordan Collab. Und es waren so ein paar Sachen dabei, die ich echt cool fand, wie zum Beispiel jetzt auch den Basketball. Somit das beste Item war eigentlich somit der Hoodie. Die Socken waren cool, die Sweatpants waren nice. Auch diese Polartec Shirling Reversible Jacket oder Pullover fand ich auch ganz cool. Die Jerseys, die auf jeden Fall auch sehr gut gingen. Die passende Shorts dazu, die Trainingsjacke und natürlich auch die Puffer Jackets. Die mir aber eher semi gefallen hat. Und ich habe auch ein paar Sachen geholt, tatsächlich nicht für mich selber. Naja, holen wir jetzt mal ein Messer, beziehungsweise, nee, holen wir kein Messer, weil hier steht ja drauf, do not open up with a blade. Holen wir doch ein Messer. Also ganz vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Und ich habe jetzt so ungefähr eine knappe Woche gewartet. Die Sachen kamen, ja, heute an. Natürlich hier erstmal der legendäre Supreme Sticker, der nicht fehlen darf. Ja, und hier hätten wir auf jeden Fall dann drei Sachen, die ich bestellt habe. Und ich glaube, mehr ist auch jetzt gar nicht dabei. Ein Sticker und ich habe 550 Euro ausgegeben. Korrekt. Wir hätten nämlich einmal den grauen Jordan Hoodie. Also in diesem, ja, hellgrau, melangegrau. Dann einmal das gleiche nochmal in schwarz. Also auch, ja, der gleiche Hoodie quasi. Und dann noch einmal die Track Jackets. Also die Jordan und Supreme Track Jacke, die in diesem blauen Colorway unter anderem rauskam. Das waren so meiner Meinung nach die Sachen, die eigentlich am besten performt haben, was Resale angeht. Unerwartet ging halt die Puffer auch sehr krass. Aktuell sind die Hoodies echt ein bisschen am Bricken, leider, muss man wirklich sagen. Und auch die Jacke ist gar nicht mehr so teuer aktuell. Naja, Resale ist nochmal ein anderes Thema. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an und schauen uns mal, ja, die Sachen so an. Ich habe auch alles in meiner Size bestellt. Also alles ist hier in Größe M. Ich sag's vorab schon mal, ich bin 1,82. Wiege aktuell so, ja, 78 Kilo circa. Wisst ihr schon mal Bescheid. Womit fangen wir an? Ich glaube mit den beiden Hoodies. Und mich persönlich interessiert der graue so ein bisschen mehr. Vor allem, weil es halt wahrscheinlich ein Nike bzw. dann Jordan Blank ist. Also es ist kein Supreme Blank. Sonst wüsste ich nämlich genau, welche Größe ich nehmen müsste. Weil ich trage eigentlich in all meinen Supreme Hoodies eine Größe M und die passt auch perfekt. Weil ich glaube, die fit ein bisschen schmal und auch ein bisschen länger, was mir halt gar nicht mehr gefällt. Ja, und der ist, wie ich mir schon fast gedacht habe, echt ein bisschen leichter und auch ein bisschen dünner vom Stoff. Ihr könnt es ja sehen, das wäre einmal dann dieser hellgraue. Und was ich erstmal sehr cool finde, wir haben das, ja, Jordan Supreme hier einmal als Stick und nicht als Print. Und dann hier tatsächlich auf der Rückseite als Print. Es wäre cooler gewesen, wäre es ein Stick gewesen, weil ein Print ist halt einfach nicht so langlebig wie ein Stick. Es ist einfach so. Noch somit als Besonderheit, als kleines Detail, haben wir hier noch einmal dieses, ja, kleine Supreme Tag. Ansonsten haben wir hier noch zwei graue Kordeln. Ja, und mehr Details hat der Hoodie auch nicht. Es ist halt eine ganz einfache Jordan Supreme Collab. So ähnlich, wie die auch schon mal vor einigen Jahren rauskam. Also es kam ja auch schon lange keine Collab mehr. Ich glaube, die letzte war so 2016. Ich bin jetzt natürlich ultra gespannt. Wie gesagt, Size M und wir probieren das Ganze jetzt einmal an. Ich befürchte nämlich wirklich, dass er mir ein bisschen zu lang ist. Ja, der ist halt viel zu lang, finde ich. Also es ist gar nicht mehr so mein Fit. Man kann ihn natürlich umschlagen, aber auch da muss ich sagen, finde ich es dann nicht so cool, wenn der Hoodie an sich nicht so sitzt, wie man ihn haben möchte. Ich gucke mir das mal kurz im Spiegel an. Ja, also er ist definitiv ein bisschen zu lang für meinen Geschmack, aber ich muss trotzdem sagen, dass mir der Fit, dafür, dass es ein Jordan-Hoodie ist, dann doch eigentlich ganz gut gefällt. Also die Ärmel sind relativ breit. Er ist halt nicht wirklich boxy geschnitten, jetzt aber auch nicht so wirklich slim, wie ich gedacht hatte. Und ich finde eigentlich, dass dieses Jordan Supreme-Logo dann doch schon sehr cool aussieht. Und auch, dass es hier vorne so eingestickt ist, ist einfach, also ist eine coole Optik. Kann man nichts gegen sagen. Er ist halt basic, aber auch irgendwie auffällig dadurch, dass das Logo halt hinten so groß drauf ist. Aber ich finde ihn eigentlich schon cool. Kapuze ist auch immer so ein wichtiges Ding und ich würde sagen, die ist halt Standard, also Standard gut. Gefällt mir sogar eigentlich sehr gut, weil die jetzt nicht so riesig ist. Ja, was sagt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr den so findet. Ich würde sogar sagen, könnte man behalten, aber ob ich die 180 Euro jetzt für so einen Hoodie ausgeben muss, weiß ich jetzt nicht. Dann, wie gesagt, haben wir das gleiche nochmal in schwarz. Es gab den auch noch in grün. Ich fand das Grün auch eigentlich gar nicht mal so schlecht von diesem Grünton. Nur kann ich persönlich einfach nicht zu so vielen Sachen, glaube ich, tragen. Da ist Schwarz halt auf jeden Fall die bessere Wahl und ich glaube, der Schwarze ist auch somit am beliebtesten, einfach weil er halt, ja, schwarz ist und man ihn zu allem tragen kann. Der gibt mir schon so ein bisschen mehr diese typischen Jordan-Vibes, also die Farben Schwarz,
Rot und Weiß sind auch so diese typischen, ja, Michael Jordan Farben für mich. Und ich finde den sogar auf den ersten Blick ein bisschen cleaner. Hier sind halt keine anderen Details, es ist genau das gleiche Konzept. Probieren wir das Ganze auch mal an. Und ich glaube, so viel kann man auch gar nicht sagen. Ich habe mir das Ganze auch gerade mal im Spiegel angeschaut. Und ich würde den jetzt, glaube ich, nicht auf so eine helle Jeans tragen. Dann wirklich eher vielleicht auf eine Trackpants oder ja, auf eine schwarze Jeans einfach. Aber ist vom Fit, wie gesagt, genau das gleiche wie der graue Hoodie. Ist halt genauso basic wie der graue Colorway. Also jetzt nicht wirklich was Außergewöhnliches. Ist ein cleanes Design, macht man definitiv nichts mit falsch, außer wenn man halt den Preis im Hinterkopf behält. Auch hier sieht die Kapuze, wie ich finde, halt standard gut aus. Der Hoodie ist auch angenehm zu tragen, also der ist von innen auch so ein bisschen flauschig, bisschen angeraut. Von der Verarbeitung her, naja, so ein paar Nähte kommen halt hier schon raus, ne? Also da ist das Finishing jetzt auch nicht so gut, aber deswegen der Preis von 180 Euro schwebt mir die ganze Zeit im Kopf und ich überlege die ganze Zeit, würde ich ihn dafür selber tragen. Resale würde ich auf gar keinen Fall zahlen, also den würde ich wirklich nur tragen, wenn ich ihn selber für Retail bekommen hätte. Ja, ist halt ein normaler schwarzer Hoodie im Endeffekt mit einem kleinen Stick drauf und mit einem großen Backprint mit Logo-Design. Ja. Umso gehypter bin ich aber tatsächlich auf die Track Jacket, weil ich glaube, die kann was. Ich fand sie auf Bildern schon sehr cool und bin froh, dass ich sie irgendwie mal anprobieren kann. Auch wenn ich sie ja auch schon verkauft habe tatsächlich. Ich hoffe jetzt, dass sie mir nicht so gut gefällt, dass ich sagen würde, ey, scheiße, dass ich sie verkauft habe. Genau, das wäre einmal die Jacke und die fühlt sich schon mal sehr, sehr soft an, also vom Material. Ich weiß nicht, ob man das ja, sich denken kann, wie sich das anfühlen wird, aber es ist wirklich ein schön weicher Stoff. Genau, dann wäre das auch einmal die Jacke. Was wir hier direkt sehen, ist eben ja dieses Babyblau in der Kombination mit Navy und mit weißen Streifen als Kontur. Wir haben dann hier vorne einmal den Jumpman als Logo drauf. Wir haben hier auf dem einen Ärmel das Supreme einmal eingestickt, auch relativ cool. Und dann eben auf der Rückseite nochmal den Jumpman und das Supreme eingestickt. Also man kann schon erkennen, dass man hier mit einer Jordan Supreme Jacke rumläuft. Zipper funktioniert sehr smooth, was man auch bei 200 Euro Retail erwarten kann. Ja, ich bin mal gespannt, ob die passt. Oh, von innen ist die auch schön. Oh, flauschig. Das muss man nochmal zeigen. Also die ist von innen auch nochmal so ein bisschen angeraut. Macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ich befürchte jetzt, dass sie mir echt sehr, sehr gut gefallen wird. Von der Passform her würde ich sagen, passt die M auf jeden Fall ganz gut. Es ist halt eine Trainingsjacke, die jetzt, glaube ich, nicht zu oversized sitzen sollte. Ja, und was sagt ihr? Ich muss gleich mal im Spiegel schauen. Kriegt schon mal eine kurze, ja, Drehung hier. Taschen hat sie auch, ohne Reißverschlüsse. Ich gehe jetzt mal im Spiegel gucken. Boah, scheiße, die kommt übel gut. Nein. Ja, okay. Freunde, wir haben ein Problem. Jacke ist verkauft. Mir gefällt sie aber echt gut. Also ich muss wirklich sagen, ich bin sehr positiv überrascht, weil ich habe mir so gedacht, so, ja, so ein knalliges Blau sieht nicht so nice aus. Zumal ich echt kein Fan bin von Navy als Farbton bei Klamotten. Also ich habe wirklich nichts, was Navy ist. Weiß ich gar nicht, woran es liegt. Navy ist mir einfach irgendwie zu blau und nicht schwarz genug. Versteht ihr? Also nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich wirklich sagen, mir gefällt dieses Supreme hier eingestickt sehr, sehr gut. Das kleine, aber feine Jordan-Logo und dann eben auf der Rückseite dieses große Logo nochmal zusammen. Sieht echt cool aus, also hat einen sehr nicen Look. Ist ein bisschen slimmer, wie so eine Trainingsjacke halt geschnitten ist, ne? Könnt ihr ja sehen, aber ich muss wirklich sagen, mir echt gut. Also, finde ich krass. Hätte ich nicht mit gerechnet. Und auch so, wenn ich sie jetzt hier schon die ganze Zeit anhabe, ist sie wirklich sehr cozy. Ja, was soll man machen? Ich habe die Sachen ja mit einer anderen Intention gekauft und alles andere wäre jetzt einfach nicht rationales Denken. Ja? Finde ich, glaube ich, auch cool, wenn man sie so offen trägt. Ja, das wäre es aber auch zur Jacke. Also, Fazit zu den Sachen. Ich muss sagen, all in all gefällt mir eigentlich jedes Piece, was ich jetzt bestellt habe, so gut. Aber es ist auch keins dabei, wo ich jetzt sage, boah, geisteskrank, 10 von 10. Bis auf die Jacke, wo ich wirklich sagen muss, dass ich ja, das ein bisschen bereue, dass ich sie verkauft habe. Ich konnte natürlich auch jetzt ein cooles Video von den Sachen machen, was, glaube ich, auch ein paar interessiert. Also, Win-Win für alle, kann man sagen. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr euch irgendwas gekauft habt. Und falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, lasst es mich auf jeden Fall auch in den Kommentaren wissen. Denn jetzt ist ja gerade Supreme Season und theoretisch bin ich eigentlich jede Woche irgendwas am Holen. Also schreibt es in die Kommentare, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keines solcher Videos mehr zu verpassen. Kostet euch nichts, dauert eine Sekunde und ihr würdet mich supporten. Ja, also Freunde, haut rein, bis zum nächsten Video und ciao.